Wir waren halt wieder den ganzen Tag der Kur auf der Spur bei Marinus. Und was haben wir alles gemacht? Wir haben Schnaps probiert, wir haben Geigen gespielt. Was haben wir noch gemacht? Ein Christoph haben wir gesehen. Ja, klar. Schaut es euch einfach von vorne an. Ganz schön zapfig ist. Aber dafür geht's so richtig schön auf Weihnachten zu. Hallo? Grüß dich. Du hast Holz machen. Servus, Stefan. Ja, nicht wahr, ist übertrieben. Ich mache halt auch Herzen. Ja, sei so sau kalt. Kalt. Das ist brutal kalt. Du weißt, was mir passiert ist. Schau mal, mein Sohn ist abgegangen. Ich glaube, ich 3 Jahre nicht angegangen. Das ist wirklich so. Ja? Jetzt das Erste, was ich dich fragen wollte, bevor wir den Tag miteinander verbringen, hast du Schuhe für mich? Wir haben Schuhe irgendwas finden. Aber ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, du bist der Erste, der kommt, der was Schuhe von mir braucht. Ja, das ist schon schön. Dann geht's ja schon gut an. Geh mal rein, oder? Ja, warte, machst du ein paar Scheitel mitnehmen? Nein. Bitte, warte, gib dir das. Dann brauche ich nicht zweimal, du weißt. Ja. Du bist gleich groß zum Tor. Schick, genau so ist es. Mann, weißt du, schau mal, was du weißt. Ich gehe davon aus. Das ist ein Wahnsinn, ehrlich war. Den gibt's nicht beim Klettverschluss. So, ja, Marinus, jetzt wird es schön warm. Weißt du, was wir gemeinsam haben? Bad. Ich bin aus Bad Reichenhall. Ja? Du bist aus Bad Feilenbach. Ja. Wie lange lebst du schon da? Du möchtest jetzt fragen, wie alt ich bin? Ja, 39. Ja, ja gut. Nein, 39 Jahre bin ich da. Ja. Also bin da auf die Welt gekommen und habe 5 Geschwister. Und war eine wunderschöne Kindheit. Mhm. Aber jetzt, das Neuherzen, ja, erzählst du. Ich freue mich schon. Was wir nur gemeinsam haben, wir, das Eichhorzen kennen wir beide nicht gescheit. Es macht tatsächlich meistens meine Frau. Ja. Und sie sagt auch immer, dass ich das nicht sogar kann, aber du wirst staunen. Die lerne ich ja heute noch gescheit kennen, du, gell? Du wirst staunen, ja. Gescheit, war ich nicht, aber du lernst es kennen. Ich zeig's dir mal. Ich bin da in Roman quasi aufgewachsen mit 5 Geschwistern und direkt unterhalb hast du gesehen, da wohnt ein Onkel, der hat auch 5 Kinder. Und von dem her waren wir halt 11 Kinder da in Roman und das war eine Traumkindheit, sage ich immer. Also es war wirklich so, meine Schwestern schwärmen noch viel mehr davor als ich, aber es war für mich so, dass ich schon gesagt habe, ich möchte einmal, dass meine Kinder so aufwachsen dürfen. Von dem her war diese Entscheidung, den Hof zum Übernehmer, war schon eine ganzheitliche Entscheidung. Es war schon eine Entscheidung, wie möchte ich mein Leben leben. Nicht, möchte ich unbedingt Kühe halten oder möchte ich unbedingt Ackerbau machen, sondern eher, wie möchte ich leben. Ja, ja. Brav, Berzgoner Landmulch. Ja, ja, die gute Gräne. Ja, gutes Verhältnis zu Berzgoner Landmulch. Ja? Ja, muss ich tatsächlich sagen. Also, wir haben genossen bei dieser Molkerei, also wir sind Mitinhaber. Wie viel, dass man dann am Schluss zum Song hat, das ist immer relativ. Aber ich fühle mich sehr gut aufgekommen. Also es ist immer, wenn man irgendein Problem hat, irgendein Anliegen hat, irgendein Thema hat, das wo aufschlägt, und da kenne ich schon auch im Vergleich zu anderen Molkereien, ist das bei uns schon so, dass ich sage, du hast immer ein offenes Ohr und du hast immer jemand sofort an der Hand, wenn irgendwas war. Die Weihnachtszeit ist natürlich auch mit 5 Buben und so, das ist schon auch, oder? Mit 5 Buben ist automatisch nicht so besinnlich, als wenn man sich das gerne wünschen darf. Ja, okay. Ja. Nein, 5 Buben ist tatsächlich schon etwas, was, die haben halt alle einen Dampf. Also ich hätte mir schon immer so ein bisschen ein Dirndl dazu gewünscht, weil die das Ganze so ein bisschen besänftigen hätte können manchmal. Aber ja, nicht weniger schön. Mhm. Jetzt um die Vorweihnachtszeit, der man halt viel Holz arbeiten, nachher Schnapsbrenner ist so ein Thema, was wir in dieser Zeit eigentlich auch machen. Also man sucht sich schon ein bisschen seine Arbeiten raus im Winter.
Obstgarten ist eh das Erste, was man sieht, wenn man aus der Haustür kommt. Über 100 Bäume. Äpfeln, Birnen, Zwetschgen und Kirschen. Ja, ich bin was von Obstbär so verkauft. Mhm. Und den Rest werden wir nachher stapseln. Das zeige ich dir jetzt. Ja. Jetzt haben wir da im Herzstück von unserer Produktion, also das ist quasi unser Brennblasen. Mhm. Genau. Im Endeffekt, mein Vater hat die gebaut, 1994. Und wir haben eigentlich aber schon seit sicher 100 Jahren Brennrecht bei uns am Hof. Mhm. Und um das Obst quasi irgendwann in letzter Konsequenz haltbar machen zum können, hat man es am Schluss verbrennen müssen, weil es halt damit ewig haltbar wird. Mhm. Genau, vielleicht ein bisschen die Besonderheit. Also wir heizen da nicht mit Öl und nicht mit Gas, sondern das ist ein bisschen die Besonderheit bei uns am Hof. Wir heizen alles mit Holz. Schmeckt der Schnaps dann anders? Ja, du musst für einen Apfelschnaps unbedingt Apfelholz. Wirklich? Und nein, gar nicht, oder? Hey, du, hey, hallo. Die steht da nicht verarschen. Nein, aber man kann ihn vielleicht besser verkaufen, wenn man es so verzählt. Ja, ja, das eh. Und jetzt schauen wir mal, wie er ausschaut, wenn er eingestellt ist. Probieren möchtest. Ja, jetzt probieren wir. So. Gut, dann schauen wir. Ja. Grüß dich, Froni. So. Das sind deine Schnäpse. Ja, das ist unser Schnaps, der bei uns am Hof brannt wird. Ja, okay. Was sind das? Apfelbrand, Kirschbrand. Richtig, genau. Ja, ja. Ich habe jetzt da gestern frisch einen Apfelbrand quasi abgefüllt und den muss ich jetzt zusammenrichten, da, damit es noch gut ausschaut. Kirschlikör schaut aber auch gut aus. Ja, der ist gut. Ja, ja, natürlich. Wollte ich ja sagen. Ja, ja. Das Rot ist schön, gell? Mhm. Richtige Kirschen. Ja, und wenn ich jetzt fragen darf, einen darf ich gern probieren. Was darfst du mir da empfehlen? Da, was empfehle ich dir? Einen Birnenbrand. Birnenbrand? Das, ja, den mag ich am liebsten. Okay, gut. Magst du dann probieren, oder? Ja, ja. Darf ich mit probieren? Logisch. Machen wir einen kleinen, oder? Ach so, ja. Dann, Prost. Auf euch. Auf die. Mhm. Birne. Ja. Ich wollte raten, ja. Ja, war nicht so schwer. Da freue ich mich schon richtig auf Weihnachten, wenn ich der Froni da so zuhöre. Schön. Bringt man den Ton raus? Da bringt man den Ton raus, das ist nicht zu sagen. Du musst das auf die linke Schulter tun. Die linke ist da. Und dann darfst du da spielen. Schau mal, von da bis da. Da ist der perfekte Klang. Ich finde das schon ganz schön, oder? Ja, es hört sich gut an. Aber es ist besser wie erwartet. Schrecklich. Wahnsinn. Nein, voll interessant. Super. Ja, schön. Jetzt schauen wir wieder zum Marinus. Ja, genau, der ist im Stall hinten, gell? Ja, genau. Warum ja. Gibst du dir das behelfen kannst? Also, ich die Seiten. Nein, ich muss gerade hier. Im Endeffekt tun wir ein bisschen Hei, so als Leckerli noch dazu. Ja, machen wir. Kriegen wir heute Mittag ein bisschen was. Freuen Sie sich. Du hast das noch nicht so oft gemacht, gell? Kriegt man das? Bisschen. Nein, das geilen Spulen liegt am Meer. Ganz ehrlich sein. Gehen wir jetzt endlich ins Holz. Jetzt gehen wir endlich ins Holz. Holen uns einen Grüßkopf. Jetzt haben wir einen Grüßkopf. Und da wollen natürlich die Buben auch dabei sein. Ah, du Buben! Pack mal so. Grüß dich, was meinst du da? Was ist das? Für die Mama sowas. Was für die Mama? Für Weihnachten. Für die Mama. Für Weihnachten, ein Stern. Ein Stern. Oder? Nein, wir müssen einen Grüßkopf haben. Ich sag ins Holz gehen. Ja, ins Holz, in den Wald. Jetzt gehen wir wirklich in den Wald. Was ist ein Stück auf, gell? Hast du schon einen im Visier? Ich hab tatsächlich davon gerade angesehen.
der da? Der hätte ich mal, der passt ja schon ins Stumm. Nein, aber der gehört halt ein bisschen gekürzt. Achso. Passt gut. Schießer. Ja, dann machen wir es so. Das ist jetzt was richtig Weihnachtliches, gell? Weißt du, was mich da Freude macht? Was denn? Dass das eigentlich zur Waldpflege gehört. Also ich glaube, es ist meine tiefe Überzeugung, dass dieser Brauch vom Christbaum auch von dem kommt, dass man ja nicht einen Wald was entnimmt, wie ich vorher gesagt habe, ja, sondern dass man einfach einen gewissen Platz schaffen muss, damit die Bäume, die später mal so ausschauen sollen, auch die richtigen haben. Weil es eine sinnvolle Konservierung von CO2, wenn du das von ihnen machst, heutzutage. Georg. Georg. Schneiden wir um. Boah. Jetzt ist er umgefallen. Für den weiten Marsch ist das jetzt relativ schnell gegangen. Schön, schönen Baum haben wir. Und den ziehen wir jetzt runter, oder? Den ziehen wir runter. Die Buben haben alle mit dem Schlitten runtergefetzt. Also fast alle. Na, Bobby, ich will mal kommen. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir sehen uns im Januar.